Durch den anonymen Anruf eines Nachbarn entdecken Mark Westerhofen und Christian Reuter einen ins Netz gegangenen Pfleger. Oh wei. Ach du Jesus, was ist mit dem denn nicht in Ordnung hier? Was machen Sie denn da? Ja, ich hänge hier rum. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Können Sie mir bitte 5 Bier helfen? Ja. Wie sind Sie denn da reingekommen? Ja, ich war hier im Garten und auf einmal, ja. Und, ich nehme an, das war der Joachim. Der stellt gerne mal Fallen. Ich kann Ihnen leider nicht helfen. Nee. Das kriege ich hier nicht auf. Nee, das ist hier. Ist das ein Seemann hier oder was macht er da für Knoten rein? Erzählen Sie mal weiter hier. Wer ist denn der Joachim? Der Joachim, das ist der Joachim Herz, der wohnt hier in dem Haus. Ich bin sein Pfleger. Ja, und der Joachim, der spielt des Öfteren mal lustige Streiche. Der ist auch schon was älter, ist schon ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen wunderlich. Ja. Sind Sie jetzt hier reingezappt? Kann man hier draufsetzen? Ja, genau. Krieg ich nicht auf hier. Also, ich setz dich mal hier drauf. So. Ansonsten müssen wir das Ding aufschneiden. So. Ah, wunderbar, ich danke Ihnen. Oh, gerne. Geht's Ihnen gut? Imholt, Armin Imholt. Geht's Ihnen gut? Ja, mir geht's gut so weit. Also Sie sind dann im Prinzip durch den Garten gegangen hier? Offen. Hallo, Moment. Genau. Ach, und dann sind Sie draufgetreten und plötzlich hingen Sie am Baum. Sie machen genau. Sie noch nicht. Gleich. So, weiter. Ja, genau. Und dann bin ich in seine Falle getappt. Was hat er denn vorher schon mal? Das ist den Sie pflegen sollen, den Herrn. Ja, genau. Wie heißt er? Joachim. Joachim Herz, hey, genau. Und was macht er denn sonst noch so für Scherze? Wenn wir jetzt hier alles bewegen? Mögliche Sachen verstecken, hier mal was hinstellen, wo man drüber stolpert und solche Sachen alles. Aber nie, dass sie irgendwie verletzt werden, geschädigt werden. So, das ist immer auf einem ganz akzeptablen Niveau. Und das akzeptieren Sie auch? Ja, wir leben damit. Können ja nicht anders. Ja. So, Sie sind die Tochter, oder was? Tut mir so leid, ja, das ist mein Vater, Herr Imholz. Ach Gott, wie peinlich. Der Joachim, das ist Ihr Vater. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass er das getan hat. Haben Sie auch schon öfter die Polizei mal gerufen? Deswegen nein. So, erste Mal jetzt. So ernst war es noch nicht. Liegt daran, ich wechsle sonst den Pflegedienst. Er ist ein bisschen altersstarrsinnig. Er möchte nicht haben. Aber ich habe gesagt, diesmal probieren wir es mit den Pflegern. Und das ist wahrscheinlich seine Antwort. Mehrere Pfleger. Ja, doch, das ist jetzt schon eine Kollegin. Immer, Kollegin. Sie wechseln sich immer. Also, da ist noch jemand dran. Wir kommen aber mal zu zweit. Möchten Sie jetzt irgendwie einen Strafantrag stellen? Nee, ist schon alles gut. Dann gehen wir mal zum Joachim. Das ist ja lustiger. Den wollen wir mal kennenlernen. Ja. Dann quatschen wir mit dem mal, wa? Noch sieht für die Beamten alles nach den Aktionen eines senilen Rentners aus. Doch weit gefehlt. Wie alt ist Ihr Sohn denn? 10. Ja gut, vielleicht haben Sie hier Murmeln gespielt. Hallo. Die Polizei ist da. Ja? Warum? Was hat sie gemacht? Ich hänge ja schon eine Weile im Garten. Wenn man nicht rangehen da, ne? Moment, du da was verwischen. Und beklauen wollen die mich. Ich werde nur schikaniert. Das sollte ich essen. Kalt sollte ich das essen. War nicht kalt. Und beklauen will sie mich. Es beklaut sie niemand. Hört doch auf! Ja, Ravioli kalt mag ich jetzt auch nicht wirklich. Was haben Sie denn an der Stirn hier? Nicht da rangehen? Was ist da passiert? Weiß ich nicht. Wer war das denn? Der Herbst ist bisschen lustig drauf, der hat mir einen kleinen Streich gespielt. Ich drauf. Da Murmeln verteilt in der Küche und ich bin gegen Schrank gestoßen. Dann ist da nicht an der Arbeitsplatte, da ist Blut. Ne? Ja. Ist das von Ihnen? Ja. Von unserem Arzt? Nee, es geht. Wo ist denn Ihr Enkel? Wo ist denn Ihr Enkel? Da fehlt nämlich noch einer, genau. Aber der Valentin, wo ist denn der Valentin? Weiß ich nicht, wo der ist. Vielleicht nebenan oder wo. Was haben Sie denn hier mit Ihrem Pfleger draußen gemacht, da mit diesem Netz? Ich will einfallen lassen mit Valentin. Ich muss mich doch irgendwie schützen. Meine Tochter, die glaubt mir ja leider nicht. Das ist eine ganz, ganz Liebe, ist das, aber sie glaubt mir nicht. Und das ist jetzt schon, die anderen, die waren viel besser, die anderen Pflegedienste, die ich hatte. Aber irgendwas stimmte da nicht mehr. Und das ist jetzt der Höhepunkt. Ist das so, war er mit den anderen Pflegern zufrieden? Oder weil sie sagten, sie wechseln öfter? Er hat schon immer was auszusetzen. Jetzt dieses Mal habe ich gesagt, das reicht, Papa. Aber vielleicht sind Sie ja mal ganz froh darüber, dass Sie überhaupt Pflege haben. Ne? Weil wenn Sie so weitermachen, kommt nämlich gar keiner mehr hin. Da sind Sie auf sich selbst gestellt. Und dann, wenn Sie wüssten, wie die mit mir umgehen hier, dann... Das wissen wir ja nicht. Deswegen sind wir ja vielleicht mal hier, um das mal zu klären. Vielleicht können Sie mal erzählen, was Sie denn mal gemacht haben. Oder haben Sie da irgendwelche Beweise für? Weil Sie haben ja eine Behauptung jetzt hier aufgestellt, dass die Pfleger mit Ihnen anständig umgehen. Sprechen Sie mal mit Valentin. Der zeigt Ihnen die Beweise. Das ist der Enkel, ne? Ja. Kann man hier alles anfassen oder muss man Angst haben, dass hier irgendwelche Türklinken unter Strom stehen? Weil hier, was ist denn das für ein Kabel hier? Ist das auch wieder irgendwie sowas?
Ja. Ja, packt er besser ja, mal nichts. Er kann auch ruhig anfassen. Da, ja, ja, das sahen die so einfach. Packt er besser mal nichts. Danach kriegst du wirklich einen Gesundheit. Da ist der Valentin. Ja. Ich hab Handschuhe an. Hallo? Hallo. Valentin? Ja. Was machst du denn da drin? Ich tu mir gerade Videos an. Im Klo? Mit einem Kabel. Wo geht denn das Kabel hin? Komm mal raus da hier. Guck mal in die andere Richtung. Hier ist ja was los. Ist das dein Laptop? Ja. Dann stell das mal am besten mal hier hin, irgendwo. Was guckst du dir denn da an? Hier ist so eine Kamera. Ich sehe es gerade hier, guck mal her. Als Marc Westerhofen und Christian Reuter die heimlichen Überwachungsaufnahmen des Enkels sichten, nimmt der Fall plötzlich eine sehr überraschende Wendung. Siehst du denn wieder aus? Hast du immer noch das Hemd von gestern an? Lass mich in Ruhe, verdammt noch. Lass mich bitte. Wieder wie gestern. Oh Joachim, hier kommt dein Ravioli. Komm, musst du was essen. Du hast den ganzen Tag noch nicht. Ich esse überhaupt nichts. Komm, jetzt nimm die jetzt. Ich esse das. Joachim. Also die wollen ihn irgendwie mit der Dose da füttern jetzt hier. Aber der will das irgendwie nicht. Ich hätte noch ein Video. Das würde ich auch mal gern sehen. Wenn du mir das mal zeigen kannst. So, das ist jetzt hier im Garten, ne? Ja. Ist das eine Zigarette? Mhm. Die raucht hier. Und was macht die denn da jetzt? Will die dem das ins Gesicht ausdrücken? Nee, ne? Sprachlos. Wir haben die Videos dann abgespielt und dann haben wir doch ein paar Bilder entdeckt, das sich nicht ganz so mit den Aussagen des Pflegedienstpersonals hier deckte. Nämlich da sah es eher so aus, dass der Herr Herbst von dem Pflegepersonal so ein bisschen attackiert worden ist. Aber ich denke mal, dass die Pflegedienstleute uns da hier Rede und Antwort zu stehen haben. So, das nicht weglöschen und so, halt das schön fest. Ne? Wir haben uns jetzt einmal... Der Enkel hat hier tatsächlich Kameras aufgehangen, aus welchem Grund auch immer. Kameras. Hier. Da vorne und auch im Garten. Weil mein Enkel mir glaubt. Zeigen Sie mal Ihre Hand bitte. Haben Sie irgendwas an der Hand? Nee. Und da haben wir jetzt was gesehen, was jetzt nicht so toll ist. Also so wie Sie jetzt, das was wir jetzt erstmal gesehen haben. Sieht nicht so aus, wie man normalerweise mit einem älteren Herrn oder mit einer älteren Dame oder mit einer Pflegeperson umgehen sollte. Ach komm, Sie sind doch Sie wollten ihm doch im Garten da gerade eine Zigarette auf der Hand ausdrücken. Ist das da an der Hand, was hier ja, von ist, Ihnen? Ja, ich hat nichts. Nee. Ich zittert so. Nee, der hat nichts. Herr Herbst hat früher auch viel geraucht und er wollte auch mal ein bisschen. Das sah aber nicht so aus. Sah aber ganz anders aus. Vielleicht sagen Sie selber mal gerade was. Ich habe noch nie geraucht. Erzählen Sie gerade mal im Garten die Situation mit der Zigarette. Da würde ich gerne mal von Ihnen mal hören. Ja, die wollte wissen, wo ich meinen Schmuck versteckt habe. Was? Wo ich meinen Schmuck versteckt habe, wollte sie wissen. Und die Zigarette hatte sie irgendwie so, das sah so aus, als wenn sie die erst ins Gesicht drücken wollte oder auf die Hand. Und wollten Sie den damit irgendwie... Die Tabletten schon bekommen? Und der braucht jetzt gerade gar keine Tablette. Ich glaube, jetzt brauchen wir mal was anderes. Und ich habe mir dann gesagt, wo der Schmuck ist. Das haben Sie gesagt? Ja, den habe ich nämlich im Vogelhäuschen versteckt. Ist der noch da, der Schmuck? Sie haben doch ständig irgendwas zu machen. Wir haben das ja mit dem Netz gemacht. Wir haben ja diese Falle aufgebaut. Okay. Und dann habe ich den Schmuck ins Vogelhäuschen getan. Aber Sie wissen nicht, ob der Schmuck noch da ist, ne? Könnte ich ja nicht gucken jetzt. Der Rentner wollte sich mit seinem Enkel offenbar nur gegen die kriminellen Machenschaften des Pflegepersonals zur Wehr setzen. Das perfide Pärchen war allerdings schneller. Vogelhäuschen ist leer. Also Sie werden beide beschuldigt, jetzt hier den Herrn bestohlen zu haben. Sie müssen sich dazu nicht äußern. Sie können sich dazu gerne äußern. Wir werden natürlich jetzt ein paar Maßnahmen treffen, um die Sache jetzt hier aufzuklären. Das heißt, wir werden Sie auch durchsuchen. Haben Sie es verstanden? Ja. So, deswegen frage ich Sie, haben Sie etwas dabei, was nicht Ihnen gehört? Nee, ich habe nichts dabei. Nichts? So, dann kommen Sie mal zu mir rüber. Ich werde Sie auch mal ganz kurz abtasten. Ist das das, was ich meine? Ich weiß ja nicht, was Sie meinen. Ja, was? Da ist es doch. Sie sollten sich wirklich schämen, alle beide. Das stimmt. Dieser Drecksack. Da haben Sie recht. Und der duzt ein bisschen bereichert, mein Gott. Der duzt mich einfach immer. Ja, tut's nicht. Wussten Sie das? Gehören Sie zu... Nein, natürlich nicht. Wir verdienen so schon so schlecht, weißt du? Mein Gott, ey. Ja, klar, das ist auch der Grund, warum man sowas macht. So, für Sie jetzt mal gerade, ich darf Sie leider nicht so suchen, das machen wir zur Not auf der Dienststelle, wenn Sie mit mir nicht kooperieren. Einmal Taschen leer machen, alles, was Sie in Inhalten in Taschen haben, auf den Tisch legen. Alles. Weiß ich ja nichts von, klar. Das war's. Machen Sie mal die Jacke mal hoch, dass die Hosentaschen mal sehe. Die weiß bestimmt, wo ich das immer deponiere. Wo haben Sie das denn, das Geld? Dann gucken Sie mal, wo Ihr Geld ist.
Also wenn das ihr Geld sein soll, also ich mache das auch immer. Ich mir das einfach so ein Tisch. Du weißt, wo mein Geld immer ist. Ich habe keine Zeit mehr. Wie viel Geld ist das denn? 150 oder 200 Euro. Ist falsch. Total falsch. Das Geld ist weg. Das ist es. Wissen Sie, was wir verdienen? Den ganzen Tag bis morgens Ärsche abwischen, Sapper wegwischen. Ja, das ist doch nicht seine Schuld. Da müssen sie ihn doch nicht beklauen. Ja, er muss das halt besser verstehen. Muss ja auch nicht so offensichtlich da rumliegen. Hat der Schmuck? Ja, aber auch das ist doch kein Grund. Du hast das toll gemacht. Hast du den Schmuck, hast du drüben? Wir können ihn das jetzt hier wieder aushändigen. Ja? Ja. Wir werden die zwei jetzt mitnehmen. Sie müssten dann allerdings mal noch mal zu uns kommen auf die Wache, beziehungsweise zur Kripo werden sie angeschrieben, beziehungsweise gleich eventuell mal angerufen. Wenn die Kollegen jetzt nachfragen, dann das hier mal ein bisschen aufgelöst kriegen, auch wegen dem Kleinen. Ne? Auf jeden Fall. Hast du gut gemacht? Das hast du gut gemacht. Ja, so, wir fahren jetzt zur Wache. Müssen wir Ihnen Handschellen anlegen oder fahren Sie so mit? Ich fahr so mit. Ja. Für dich eine kleine Sache noch. Ich muss leider deinen Laptop mal mitnehmen. Ich brauche die Dateien da drauf. Kriegst du wieder. Ja. Versprochen, da kommt noch nichts dran, okay? Dann bist du jetzt quasi so ein Hilfspolizist, bist du jetzt. So ist das. Ne? Ja. Alles klar. Tschüss. Gut, so. Alles Gute erstmal. Die Tochter kümmert sich jetzt, ne? Wir melden uns gleich, melden wir uns bei Ihnen, ja? Vielen Dank. Strafrechtlich liegt hier ganz klar aufgrund des Sachverhalts ein Missbrauch von Schutzbefohlenen vor. Die beiden Pflegekräfte haben hier den Herrn stellenweise misshandelt. Darüber hinaus haben wir hier einen Diebstahl im besonders schweren Fall. Also das ist schon einiges, was, für was die zwei sich jetzt verantworten müssen. Da, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich sie da noch, oder hätten wir dich da noch eine halbe Stunde hängen lassen. Ne? So sieht's aus. Kein Problem. Ja. Schön gejammert wie ein Mädchen.